was anderes hinzusetzen. Mach das jetzt einfach mal. Mm. 14.000 unbesetzte Jobs, na gut. Oh, das richtige Haus, doch, das richtige Haus abgerissen. Huh. Mega fail. Was wollt ihr denn? Ey, die Scheiße mit dem Krankenhaus geht mir auf den Zünder. Die Scheiße mit dem Krankenhaus, die Scheiße mit der Scheiße hier. In der Tat. In der Tat. Hm. Ich verstehe trotzdem nicht, wieso die Sachen hier zu verkaufen sind. Das ist mir nicht klar. Doof. Noch irgendwo eins? Da. Verlassenes Gebäude. Grund zu viele Keime am Arsch. Ey, kann ich keine Bushaltestelle mehr bauen, oder was? Keine Kohle dafür. Was will der haben? Ah, wir haben ja keine Universität mit juristischer Abteilung, genau. Oh, da fehlen Mikrochips. Da auch. Bin hier los. Die arbeiten auch. Hm. Der hat volle Produktion hier. Hm. So, Archäologie hat, braucht noch 17.000 TV-Geräte, na gut. Kann eine Metallzentrale bauen. Hooray, mit 37.000. Kostet die, ja. Ja, ich meine, ich baue hier gerade noch 39 geschlossen, Lager voll. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich bauen wollte. Ein Handelsdepot. Ja, das zweite. Warte mal, kann ich das jetzt nicht ausbauen einfach? Das zweite ist ja süß. Wenn du bei der vierten angekommen bist und im Umschlagplatz, sagst du Bescheid. Bauen wir mal dahin. Groerz. Und noch ein LKW dazu. Und noch ein Schild oben drauf und perfekt. Nee. Zu viel Verkehr. Wenn ich die wegmache, ist auch blöd. Was ist das hier? So.
Das ist da ein bisschen flüssiger. Ich verstehe nicht, du hast eine breite Straße vor einem Gebäude, ja? Wenn du ein Viertelchen davon wegreißt, ja, geht das ganze Gebäude weg. Auch wenn da noch viel Straße da steht, ja? Vor dem Gebäude. Das finde ich ziemlich Mist. Mistig. Ehrlich gesagt. Das ist noch verlassen. Noch was verlassen? Da war doch gerade noch was. Das hier? Nö. Ah, da hinten. Ah, wer hat mir Geld gegeben? Danke. Ich hab nicht. Das vorhin irgendwann mal gemacht. Ich hab jetzt habe ich gerade Geld bekommen. Ne? Wie viel? Keine Ahnung, ich habe auf einmal 150.000. Kriegst du die nicht zu. Kriegst die nicht zu, ey. Ist doch Wahnsinn, ja. Jo, den war ich. Wir müssen uns ja hier schneller verbreiten als da drüben. Wir haben ja hier ein kleines Battle, ne? Hä? Wir haben ein kleines Battle am Start? Ja, gegen dich. Gegen mich? Ja, du weißt da noch nichts von. Aha. Jetzt weiß ich's. Ja, jetzt, aber jetzt ist hier die Fabrik ist ja auch schon mit Wolkenkratzern bedeckt. Ja, fast. Aber warum maxen wir nicht, ihr Vollpfosten? Ah, Grundstück sprechen. Nur noch Parkbaum gelöst. Ihr Vollpfosten. Das vielleicht, weil sie beschimpft? Jungs, was macht ihr für eine Scheiße? Klar. Kommt hier, kriegt dann Park. Hier so in und hier drüben noch ein was Größeres mal hingesetzt. Was ist der? Oh, der kostet viel noch Stunde. Uiuiui. Ich geh jetzt mal beim Besuchen hier. Christian lassen. Nein! Die Macadamia-Nüsse sind alle. Ach, ich muss wirklich mal den Katzen was zu essen geben, ey. Ach, wenn du so vom Essen redest, hä? Ja, oh, das sieht ja schon. Sieht ja schon sehr gepflegt aus hier. Schön, schönes Muster. Die fette Straße verstehe ich zwar nicht so ganz. Welche? So eine U-Straße direkt, Ach, hier oben, das soll meine reichere Gegend. Neben deinem Windkraftwerk. Ja, das soll eine reichere Gegend werden eigentlich. Das war der Plan. Kann ich mal nach. Was steht denn hier im Weg? Irgendein Gebäude? Ja, muss man sagen, für 20.000 Einwohner hast du ein ziemliches Verkehrsproblem. Das staut ja übel bei dir, aber übel am Eingang. Ja, am Eingang? Ja, das ist gerade, weil ich hier ziemlich viele neue Sachen gebaut habe. Darum kommen die jetzt alle reingefahren, die Bekloppten. Verstehe. Aber es ist noch gelb. Es ist alles noch gelb. Na. Ich hab mal noch so ein Park and White Dings bauen, glaub ich. Es blöde, dass ich von dir aus erstmal zu meiner eigenen Stadt wieder gehen muss, um dann zum anderen zu gehen. Ist doof. Wo wollt's denn hin? Zu dir. Zu mir? Was willst du denn bei mir? Ja. Einfach mal die Lage checken bei der Konkurrenz. Wieso fängst an? Hier Konkurrenz, ne? Ja, du hast da. Moment! Du hast damit angefangen. Du hast eine Stadt hier, ne? Genau. Ich bin bis jetzt noch bei einer. Ja, ich bin auch an meiner zweiten Stadt im Moment noch nicht so weiter. Weil ich jetzt erstmal versuche, meine Hauptstadt so ein bisschen aufzuräumen. Die ganzen unnötigen Straßen wegzumachen, die alle gar nichts bringen und sowas. Wow, du hast ja ganz viele von diesen Breitenstraßen gebaut. Cool. Nur quasi. Nicht schlecht. Habe ich doch beim letzten Mal erzählt. Hörst du mir überhaupt zu? Nee, eigentlich nicht. Hab ich. Ja, also, hab ich erzählt, dass ich nur die ganz großen Straßen habe. Alles mit Straßenbahn. Außer jetzt die kleine Ecke vor meinem Sonnenkraftwerk. Hinter dem roten Hochhaus da. Ich seh's. Gebäude. Das krasse ist, du hast ja zwei Anbindungen zur Autobahn, das finde ich ziemlich geil bei deinem. Du hast zwar wenig Baufläche, dadurch, dass du diese Klippen hast, aber. Du hast zwei Autobahnen. An zwei Seiten halt, ne? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Jo,
Dragoner. 13 Sims in der Wartestellung. Deine Fähre benutzt keiner, oder? Kann das sein? Ja. Einheimische Passagiere 6 pro Tag. Ist quasi keiner. Aber kostet jetzt auch nur 575, ne? Schnäppchen quasi, sagst du. Schnapper, sagt er. Schnapper. Guck mal, du brauchst zum Beispiel Jobs der mittleren Schicht. Du hast gar keine unbesetzten Jobs der niedrigen Schicht. Wo hast du denn eigentlich deine niedrigen Arbeiter? Ja, also musst du mal hier, du kannst ja auch auf die Karte gucken, oder nicht? Ja, bin ich ja gerade. Das ist krass, du hast fast überhaupt keine blauen Gebäude gebaut. Fast überhaupt nicht. Du hast zwei hast du nur. Wie, der Rest ist grün. Wie blaue Gebäude meinst du? Die kommerziellen Gebäude meine ich. Blaue Gebäude. Ach so, die, ja, voll wenig, ne? Du hast gar nichts. Und zwei Gebäude hast du, oder drei oder sowas, sowas. Eins, zwei, ne, warte, drei? Drei, ja, drei. Drei, ne. Vier. Da frage ich mich, wo kommen die ganzen niedrigen Arbeiter bei dir her? Weil ich sehe hier ziemlich viel. Na gut, hier hast du mal ein bisschen. Na, hier sind ein paar weniger. Also bei meinem Sonnenkraftwerk sind jetzt ein paar. Ja, aber wenig. Ja, warte. Na, wie viel Arbeit hast du insgesamt? Wie viele Arbeitsplätze? 3.800 braucht er. Ach so, du hast natürlich auch keine Handelsstadt, ne? Noch nicht wirklich. Ich glaube, ich brauche so viele, extrem viele niedrig ausgebildete Arbeiter, weil ich so viele Handelssachen gebaut habe. Ne? Und die brauchen halt niedrige Arbeitskräfte, die habe ich eigentlich aber gar nicht, das ist das Problem. Hm. Aber ja, ich habe ziemlich wenig von der unteren Einkommensschicht. Nein, du hast so wenig Arbeitskräfte. Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe zum Beispiel Arbeitsplätze, die ich brauche. In der unteren Arbeitsschicht hast du irgendwie 3.000 oder sowas, ja? Da habe ich 17.000 Jobs. Und 10.000 in der mittleren Schicht und 3.300 der oberen Schicht. Ja, ich habe... Und von den 17.000 Jobs in der unteren Schicht, die ich habe, sind 11.000 unbesetzt. 11.000. Alter. Das ist echt krass. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das auffüllen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht musst du das einfach mit einer Nachbarstadt machen, die einfach, dass die von ja, da nur das habe ich ja versucht mit meiner Nachbarstadt. Genau das ist ja das Ziel eigentlich jetzt, ne? Aber es ging nicht. Aber ich will es eigentlich nicht unbedingt so machen, weil dann haufen halt Pendler halt kommen und dann ist der Verkehr halt ziemlich groß. Das möchte ich eigentlich nicht. Aber du kannst es doch mit Bus und Bahn quasi. Hm. Mach ich schon, aber trotzdem ist der Verkehr ziemlich hoch. Weil du kannst nicht alles abdecken halt komplett mit Bussen und Bahnen. Ach so. Wenn nämlich deine Wartezeiten ziemlich hoch sind, dann kannst du das nämlich nicht. Mhm. Ich habe jetzt beim Bus Wartezeit 30 Minuten, das geht noch. Und Zug 13 Minuten, das geht alles noch, aber es ist halt... Am besten wäre es, wenn die sich komplett selbst versorgen. Das wäre halt mir am allerliebsten sozusagen. Ja. Ja, ist ja auch an sich, ist es ja auch am coolsten, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Hier zum Beispiel, das ist viel zu viel blau. Wegmachen. Wie geil ist das denn? Ich habe hier gerade mal so quer so eine Straße gezogen. Die geht einmal, also voll am Strand, die geht einmal schön nach oben, langsam, und dann auf einmal geht sie voll wieder runter, um anzubinden. Ja, du kannst schon voll ein geil. Paar lustige Sachen machen mit so Höhenunterschieden auf jeden Fall. Na? Sieht hier der Grundstückspreis aus? Ah, gut, der ist ziemlich niedrig. Der müsste ziemlich niedrig sein. Ah, das sind die Universitäten hier, ne? Ja. Amphitheater, da werde ich auch mal abreißen. Jupp. Ja, ich besuche die Fabrik jetzt. Ich probiere es jetzt mal. Was probierst du? Vielleicht klappt das Laden für die Fabrik. Die Schnitzelfabrik. Ach so. Tun sie dies. Läuft. Ich habe ein Geschäft gerade gehabt, das hieß Stefans Haarsalon. Nicht schlecht. Stefan heißt einer unserer Mitspieler hier, unser Arbeitskollege. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln. Aus dieser Stadt kann man echt geil
So auf die anderen. Und mit meiner Stadt, dann hier die deine zweite, André. Mhm. Und deine Stadt, so aus so einem Blick so auf alle drei. Das ist cool, ne? Auf einmal, vor allem ist gerade dunkel, so Nacht quasi, und die ganzen Hochhäuser alle beleuchtet. Ja, nice. Boah, ich reiß jetzt hier nacheinander gelbe Industrie ab bei mir und hau da grüne Sachen hin halt, ne? Alter, da drüben, das ist andere Seite, wie es aussieht. Ziemlich viele Hochhäuser, alles am Leuchten. Schick. Hm. Ja. Na, ich bin nur so ein kleiner Fleck hier. Ja, du bist immer noch größer als hier. Wer ist da hinten bei uns auf der anderen Seite? Wer ist das? Der Xy, hast du nicht gesehen? Stefan rückwärts ist das. Stefan XY rückwärts. Ach so, ja genau. Ja, dann Stefan rückwärts. Xynafetz. Ja. Guck mal, was der eigentlich so baut. Bist du morgen auf Arbeit eigentlich, Christian? Natürlich bin ich morgen auf Arbeit. Ah, da gibt's vielleicht morgen was. Ordnungsschelle. nein. Hä? Archäologie freigeschaltet? Hä? Egal. Was baut er denn gerade? Ah, der baut eine große Straße und alles dran. Brauch mehr Erz! Olong. 9, 300. Sie betreten die Stadt Oolong. 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 Ey, du musst ja einen Gewinn machen von 160.000 irgendwas, ne? Für Metall oder was? Metall, genau. Ey, ich hab 3 Kraftwerke komplett ausgebaut, ja. Kraftwerke? Je, Erzabdinger da. Ach so. Ja, du musst nicht nur Erz bauen, sondern am besten auch noch Kohle. Dann kriegst du das relativ schnell. Also die Industrie von Stefan rückwärts ist ja nicht gerade optimal gesetzt, oder? Ja, die spielen das jetzt auch noch nicht so lang, glaube ich. TV-Geräte sind komplett. Jetzt kann ich wieder TV-Geräte exportieren hier. TV-Export. Sehr gut. Die Frage ist jetzt, ich brauche Metall und ich brauche Legierungen. Legierung importiere ich ja, ne? Genau. Dann werden wir anfangen, Legierung dahin zu schicken. Legierung, ja. Metall, ja. Müssen wir mal gucken, ich glaube, ich muss Metall einkaufen. Habe ich nämlich nicht. Werde ich hier mal das Mikrochip-Lager abreißen. Ah, ne, brauche ich gar nicht. Ich kann einfach Metalllager hinbauen. Nein, kann ich nicht. Es baut sich wie... Das ist so ein Scheißbug, ehrlich. Ich will was hinsetzen und es verschwindet dann einfach wieder. Zum Kotzen. Ja. Seid ihr noch da? Nicht, dass ich meine Internetverbindung verliere. Nö, bist noch da. Wir lauschen dir gespannt. Scheiße. Das ist geil, Geld. Mein eines auch Geld. Los, Jungs, ich muss Kohle abtransportieren. Erz, besser gesagt. Erz. So, jetzt hole ich mir meine Wertstoffsammelwagen auch nach Oolong zum Stefan rückwärts. Na, Glückwunsch, ne? Ja, ich brauche die Wertstoffe. Scheiße, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist doch Mist hier. Wer hat denn sowas gemacht? Bürgermeisterhaus, das reicht jetzt ab, das Drecksding. Hat euch kein Schwein, ehrlich mal. Ja, Bürgermeisterhaus braucht. Ey, mein Ding ist schon immer doch voll, mein Lager. Ich würde jetzt sagen, kriegst du die Tür nicht zu, aber du bist ja selber, oder? Ja. Danke. Auch glaube ich noch eins, hä? Katzen jaulen wie 70 rum, ey. Was ist das für eine Feuerwache? Kann ich das wegreißen hier? Ja, kann ich. Kann ich das wegreißen? Feuerwehrwache, ey, ist mir egal, scheiß Feuerwehrwache. Am Arsch, Kinders. Haben wir überhaupt irgendwo eine größere Feuerwehrwache? Nee, ja. Ich habe eine. Nee, ich meine bei mir. Also, ja gut. Ich baue jetzt hier meine Zwischenstraße, aber halt an einer anderen Stelle.
Meinetwegen.